Unglaublich, aber diese Organisation hier bekommt in den USA gerade gewaltig Aufwind, denn ihre Anhänger sind treue Fans von Donald Trump. Der Ku Klux Klan steht für Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und wirklich krasse Symbole. Und dieser Mann hier, Chris, war jahrelang einer von ihnen, aber jetzt ist er ausgestiegen. Und wir begleiten ihn bei einer seiner härtesten Prüfungen. Clarkston, USA. Beim muslimischen Ramadan Iftar wird das Ende des täglichen Fastens gefeiert. Mittendrin Chris Buckley, Rassist und Nationalist. Hier und heute soll sich sein Leben für immer verändern. Obwohl Chris bisher alles andere als ein Multikulti-Fan ist. Die Fußabdrücke meiner Kinder und das KKK-Logo. Jetzt will Chris dem Ku Klux Klan und dem Rassismus den Rücken kehren. Indem er mit Moslems feiert? Schick mich doch einfach nackt dahin. So fühle ich mich, komplett verletzlich. Aber das gehört wohl dazu. Kann das gut gehen? Und kann man wirklich aufhören, Rassist zu sein? Wir reisen nach Lafayette, Georgia. Ein südlicher Bundesstaat, der einmal für die Sklaverei gekämpft hat. Ist der Ku Klux Klan hier aktiv? Wenn ja, was denken seine Mitglieder? Eine hübsche Kleinstadt. Doch je näher wir Chris' Adresse kommen, desto ärmlicher sieht es aus. Hier wohnt er, der ehemalige Ku Klux Klan-Ritter. Hey, how you doing? Hallo, schön, dich zu treffen. Ich bin Chris. Hier lebt er mit seiner Frau Melissa und seinen zwei Kindern. Sie arbeitet als Kellnerin, er als Mechaniker. Noch vor wenigen Monaten war Chris eine der tragenden Figuren in einer rassistischen Vereinigung. Er leitete die Security für den berüchtigten Ku Klux Klan. Eine jahrhundertealte Organisation, vereint im Hass gegen alles Fremde. 1865 gründen 6 Offiziere den Ku Klux Klan in Tennessee. Gerade haben sie den Bürgerkrieg verloren. Die Sklaverei ist abgeschafft. Ihre Antwort? Gewalt gegen Afroamerikaner und deren Unterstützer. Über die Jahrzehnte schwankt die Zahl der Clan-Mitglieder, doch ihre Mission bleibt immer gleich. Kampf für die weiße Rasse. Bis heute steht der sogenannte KKK für Rassismus, Gewalt und extremen Nationalismus. Ihr Markenzeichen? Brennende Kreuze vor den Häusern ihrer potenziellen Opfer. Wie ist Familienvater Chris dort gelandet? 13 Jahre war er Soldat. 3-mal kämpft Chris im Irak und in Afghanistan. Sein Job? Bomben aufspüren. Sein Feind? Moslems. Im Training habe ich nie auf ein Ziel geschossen, das nicht jemanden aus dem Mittleren Osten oder einem Moslem ähnelte. Dann komme ich heim und Flüchtlinge strömen ins Land. Scharia-Gesetze überall. Ich dachte, das darf nicht sein. Wir sind im Krieg, in unserem Land. Ich habe einen Eid geschworen, das Land zu verteidigen, gegen Feinde im In- und Ausland. Im Ausland war ich schon, also muss ich jetzt unser Land vor den Feinden hier verteidigen. Bei Chris haben sich im Krieg extreme Denkmuster gebildet. Fremde Kulturen empfindet er als Bedrohung. Für ihn sind Flüchtlinge nicht Opfer, sondern Täter. Beeinflusst von rechten Medien wählt er deshalb einen extremen Weg. Chris tritt dem Ku Klux Klan bei. Das bin ich. Eine krasse Reaktion auf seine Erfahrungen im Krieg. Im Clan ist Chris mit seinem Hass nicht allein. Der Typ heißt Brian. Er ist eigentlich Lehrer. Und der hier, den habe ich trainiert. Ich habe ihm beigebracht, wie man schießt, sich bewegt, kommuniziert, wie man sein Umfeld im Auge hat und die Waffen benutzt, die man dabei hat. Das war Chris' Aufgabe im Clan. 2 Jahre zeigt der gewaltbereiten Rassisten, wie man richtig schießt. Er steht ganz hinter dem Gedankengut des Clans und macht so Karriere. Chris wird Sicherheitschef. Er bewacht Kreuzverbrennungen und Fackelmärsche, immer mit geladener Waffe. Hast du da auch andere Leute zusammengeschlagen? Ja. Wenn wir jemanden erwischt haben, der mit jemandem einer anderen Rasse schläft, ein Weißer mit einer hispanischen Frau oder einer Schwarzen oder einer Jüdin, dann haben wir uns darum gekümmert.
Erschreckend, wie selbstverständlich ihm das über die Lippen kommt. In Chris' Augen soll die weiße Rasse rein bleiben. Mit dieser Einstellung ist seine Clan-Gruppe nicht allein. Heute gibt es rund 72 Einzelgruppen des KKK, überall in den USA. Die Vereinigung ist nicht verboten. Meinungsfreiheit schützt hier auch Rassisten. Nicht nur den Clan. Rechte Gruppierungen sind aktuell auf dem Vormarsch. Denn neben ihrem Hass eint sie eines: ihre offene Unterstützung für Donald Trump. Und seine ausbleibende Kritik wirkt beinahe wie Unterstützung. Totgeschwiegen vom Präsidenten, angefeuert von rechten Medien. Der Clan ist im 21. Jahrhundert angekommen. Wie wird man Mitglied? Ganz einfach. Man geht online oder ruft eine Hotline an. Eine Hotline? Ja. So einfach. Ich zeig's dir. KKK-Hotline. Okay, die dreifaltigen weißen Ritter des Ku Klux Klan. Ruf uns an oder schick uns eine E-Mail. Erschreckend, wie leicht wir die Telefonnummer der rassistischen Gruppierung finden. Rassische Grüße. Du hast die dreifaltigen weißen Ritter des Ku Klux Klan erreicht. Bitte hinterlasse eine respektvolle Nachricht. Danke und Gott segne dich. Gefährlich einfach. Vor 2 Jahren hat Chris hier seine Nummer hinterlassen. Nach ein paar Telefonaten ist der Familienvater Mitglied des KKK. Und dabei bleibt es nicht. Chris nimmt seine Familie mit zu Clan-Treffen. Ich wollte, dass sie ein Teil davon sind. Es sollte eine Familiensache sein. Wir hatten kleine Klassen, in denen wir ihnen das beibrachten, was wir glaubten. Wir haben sie zu kleinen Clansmännern erzogen. Das waren sie. Kleine rassistische Clansmänner. 6 Jahre alt. 5, 3. Wie hast du dich da gefühlt? Damals hat mich das stolz gemacht. Ich hatte das Gefühl, wir bilden die nächsten Clansmänner aus. Einer davon, Chris' Sohn, CJ. White Power! Fire! Innerhalb des Clans steigt Chris auf. Doch gesellschaftlich steigt er ab. Im Clan wird er drogenabhängig. Die Meth-Sucht bringt ihn sogar ins Gefängnis. Und seine Frau? Melissa toleriert sein rassistisches Handeln, bis sie wegen Chris' Gesinnung bedroht wird. Ich wusste, Chris muss da raus, als ich von 3 Frauen angesprochen wurde. Es könnte dir was passieren und keiner kriegt es mit. Ich sagte, drohst du mir und meinem Kind? Nicht, dass sie nicht das Recht dazu hatte. Schau, was mein Ehemann gemacht hat. Weil ihre Familie in Gefahr ist, stellt Melissa Chris vor die Wahl. Entweder du verlässt den Clan oder wir verlassen dich. Kann Chris wirklich 2 Jahre Clan-Hass hinter sich lassen? Wie schafft man es, sein rassistisches Weltbild komplett zu ändern? Melissa allein kann ihm nicht helfen. Online findet sie jemanden, der es kann. Seinen Feind. Einen der Menschen, die Chris eigentlich hasst. Ich bin ein kurdischer, muslimischer Flüchtling aus Syrien. Wir sind 10 Tage nach dem Terroranschlag vom 11. September in die USA gekommen. Kein leichter Anfang. Dr. Kelly ist heute Herzchirurg. Seine Mission, Rechtsradikale bekehren. Als syrischer Flüchtling hilft er Rechtsstehenden beim Ausstieg. Aber wie und vor allem, warum? Wir treffen Dr. Kelly im Herzen seiner neuen Heimat. Ein Café in Clarkston. Der Vorort ist bekannt als Amerikas Flüchtlingshauptstadt. Die Vorteile der Vielfalt will Dr. Kelly Chris nahebringen. Wir haben uns am Telefon unterhalten. Ich habe gleich gemerkt, er ist sehr leidenschaftlich. Er will sich ändern. Ich habe mich als einfacher Moslem und Flüchtling gezeigt und ihn in unsere Kultur willkommen geheißen. Dr. Kelly ist der Prototyp von Chris Feindbild. Moslem, erfolgreich, beliebt. Wochenlang telefoniert er mit Chris und setzt dabei auf ein simples Rezept. Wenn man einen Flüchtling kennt, ist es schwer, ihn zu hassen. Deshalb zeige ich mich, nicht nur um klarzumachen, ich bin ein Flüchtling, sondern auch, welches Potenzial in Flüchtlingen steckt. Er hört sich Chris' Sorgen an.
Die beiden reden über Alltägliches. So baut Dr. Kelly die Vorurteile ab. Für heute Abend bereitet er ein Ramadan-Dinner vor und lädt Chris ein. Kann das gut gehen? Ist der schon gedanklich frei? Dr. Kelly sagt ja. Ich habe Chris eingeladen, weil ich auch meine Nachbarn einladen würde. Das ist Dr. Kellys große Prüfung für Chris. Jahrelang hat er hassen gelernt. Können ein paar Wochen das ändern? Selbst beim Kochen für den Abend holt ihn seine Vergangenheit ein. Dabei gibt es doch nur Bananenpudding. Das Rezept habe ich von meiner Oma. Sie ist 2 Wochen, nachdem ich sie im Krankenhaus besucht habe, gestorben. Als ich sie besuchte, war ich high. Das letzte Mal, als ich meine Oma sah, war ich high. Deshalb ist der beste Weg, meinem Leben Bedeutung zu geben und das wieder gut zu machen, ihr Andenken zu ehren. Damit kann ich einen Teil meines Lebens mit der muslimischen Gemeinschaft teilen. Jetzt ist Chris zwar clean, doch ob er wirklich ruhig bleibt? Seit dem Irakkrieg ist er nicht mehr so vielen Moslems begegnet. Wir spüren deutlich seine Nervosität. In seinen Augen sind die ja alle Terroristen. Und heute soll er mit ihnen feiern? Dr. Kelly sagt, entspann dich. Es ist einfach zu sagen, entspann dich. Ich weiß, ich bin nicht im Krieg. Und er sagt, beim Militär war auch nicht alles durchgeplant. Zeiten ändern sich, ja klar. Aber ich hatte auch 190 Magazine Munition und eine AR-15 an meiner Seite. Entspann du dich. Schick mich doch einfach nackt dahin. So fühle ich mich. Komplett verletzlich. Aber das gehört wohl dazu. Angst und Vorurteile sind eindeutig noch da. Mittlerweile ist Chris offiziell aus dem Clan ausgestiegen. Heute muss er seiner Frau beweisen, dass sich auch seine innere Überzeugung verändert hat. Nach außen sieht das noch nicht so aus. Das ist mein Army-Zeichen. Die Fußabdrücke meiner Kinder und das KKK-Logo. Musstest du das? Hat das jeder im Clan? Nicht jeder, nur die, die es haben wollen. Vor wenigen Monaten war Chris noch in Clanrobe unterwegs. Jetzt geht er mit seiner Frau zum Ramadan-Fest. Wird er den Test bestehen? In Clarkston ist alles bereit. Dr. Kelly und seine Helfer erwarten bis zu 200 Gäste. Moslems, Christen, Hindi und ein ehemaliges Ku Klux Klan-Mitglied. Chris. Für ihn heißt es jetzt allein unter Fremden. Der Start ins neue Leben? Verhalten. Das ist eindeutig ungewohntes Gebiet für Chris. Hallo, wie geht's? Gut, ein bisschen überwältigt. Aber es ist komisch. Am schwersten ist es wohl für mich, die ganzen Burkas zu sehen. Das ist für mich wie ein rotes Tuch. Wie meinst du das? Für mich ist das ein Zeichen von Gefahr. Normalerweise waren die mit den Burkas die mit den Bomben. Weißt du, was ich meine? Nein, wir wissen nicht, was Chris damals im Krieg erlebt hat. Er steckt eindeutig noch tief in alten Denkmustern. Um das zu ändern, soll ein vertrautes Gesicht helfen. Dr. Kelly, der stellt ihn einfach seinen Freunden vor. Und tatsächlich, Chris wird wie ein Freund behandelt. Angst muss er keine haben. Langsam taut er auf. Und was sagt seine Frau dazu? Melissa ist schließlich der Grund dafür, dass Chris den Ku Klux Klan verlassen hat. Jetzt feiern die beiden mit den Menschen, die ihr Mann einst bekämpft hat. Zu sehen, wie er mit den anderen umgeht, das ist rührend. Das ist es wirklich. Zu sehen, wer er früher war und jetzt das. Ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben darf. Ich bin dankbar.
Es sieht tatsächlich so aus, als hätte Chris es geschafft und den Hass auf Moslems abgelegt. Er sieht ehemalige Feinde jetzt als gleichwertig. Es war großartig, sie kennenzulernen. Ich liebe dich. Wir sehen uns bald. Ein großer Schritt für ihn. Chris konnte sicher nicht alle Vorurteile in einer Nacht abbauen, doch er beweist, man kann lernen, den Rassismus abzulegen, wenn man nur will.